Hallo ihr Lieben, willkommen zum Mach mit, werde fit, 365 Schritte Spaziergang. Den gibt es jetzt eben nicht nur morgens, sondern auch abends bzw. nachmittags. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Blümchen anschauen. Momentan haben wir ja Apfel- und Kirschblüte und was sind die ganzen Sachen? Ich glaube Osterglocken. Die gelben. Ihr könnt mich da gerne eines Besseren belehren. Ich werde auch demnächst mehr darüber lernen, weil ich ja jetzt eine Jahreskarte für den Botanischen Garten habe. So, die hier zum Beispiel sehen aus wie Tulpen. Das sind aber vermutlich keine, oder? Dann die, wo ich gemeint habe, das sind vielleicht Osterglocken. Weiß ich aber auch nicht sicher. Vielleicht doch was anderes. Ich weiß, es gibt irgendeine App, wo man die ganzen Blumen sozusagen fotografiert und dann erkennt die App die Blume. Ehrlich gesagt, ich habe ja kaum Zeit, mir irgendwas Vernünftiges zum Essen zu machen, geschweige denn dann noch die Blümchen alle zu kategorisieren. Ich schaue dann einfach im Botanischen Garten, da sind ja Schilder dran. So, die hier. Die hier schaut ein bisschen aus wie Enzian, aber das ist bestimmt kein Enzian. Und das hier, das weiß ich, das sind Traubenhyazinthen. Die Traubenhyazinthen, die weiß ich wirklich, weil die gehören zu meinen Lieblingsblumen. Und die hier schauen aus wie rote Tulpen, aber es sind bestimmt keine roten Tulpen. Ja, ich hoffe, ihr habt es gut sehen können. Ich kann das schwer sehen, weil ich kann ja nicht ins Blumenbeet gehen. Was haben wir noch? Das Weiße da. Ich weiß nicht, ob das eine Kirsche ist. Ist Kirsche rosa oder ist es Apfelrosa? Wenn, dann ist es Apfel. Nee, das ist ganz was anderes. Eine Magnolie? Das ist eine Magnolie. Die blüht doch nicht so früh. Die blüht doch im Mai. Vielleicht so was Ähnliches wie eine Magnolie. Ja, ich bin nicht im Botanischen Garten, deswegen sind hier keine Schilder an den Blumen. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Tag gekommen. Oder wer jetzt gerade am Aufstehen ist, weil er Nachtschicht hat, dann guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Mehr als einer kann das nicht sein. Die meisten, die Nachtschicht arbeiten, schlafen dann auch wirklich bis kurz vor geht nicht mehr. Das wäre dann vielleicht 21 Uhr, je nachdem, wie weit man von der Arbeit weg wohnt. Ja, es ist warm, aber bewölkt. Also warm, nicht so warm wie gestern, also es ist Pullover warm, nicht T-Shirt warm. Obwohl gestern war ich, glaube ich, eine der wenigen, die mit dem T-Shirt rumgelaufen ist. Die meisten hatten schon ein bisschen mehr an. Ich bin halt erhitzt vom vielen Tun und Machen. Was habt ihr denn heute gemacht, getan? Seid ihr erhitzt vom vielen Tun? Oder langweilt ihr euch zu Tode und friert so sehr, dass ihr vorm Ofen sitzt und noch drei Decken um euch gewickelt habt? Ich weiß nicht, ich schwanke da immer sehr zwischen, wie sehr ich es mag, was zu tun. Zwischen, oh mein Gott, ich will nichts tun, ich will im Bett liegen, ich will meine Ruhe. Oder ich will an einem Fluss sitzen, an einem Wasserfall sitzen. Und einfach nur gucken und yes, gib mir noch mehr zu tun. Ja, ich habe es gleich geschafft und dann mache ich das und dann mache ich das und Schritt für Schritt und noch mehr, noch schneller, noch größer, noch weiter. Ja, ob das so gesund ist, ist die andere Frage, aber
Gut, ich bin ja wirklich äußerst selten krank. Und hier irgendwo Holz. Da sind einige Bäume. Nicht, dass mein Radfahrer umfällt. Hier noch Holz klopfen. Au. Ja, ich meine, jetzt ist ja auch die Zeit vorbei, wo man so Erkältungskrankheiten hat, oder? Oder ist das bei euch eher so im Frühling? Das ist hier lebensgefährlich. Hier ist ein Hügel. Und da muss man wirklich genau gucken, dass kein Radfahrer kommt. Und ich gehe jetzt hier Schlangenlinien. Dann kriege ich noch ein paar mehr Schritte zusammen und bin nicht so weit weg. Ich habe nämlich heute noch was vor. Ich werde heute noch nach Hause fahren. Ich werde heute noch dem Sascha ein bisschen Zeug mitnehmen. Und ja, es wird dann nachher nach dem Spaziergang ganz schön zugehen auf dem Mittleren Ring, weil dann einfach Feierabendverkehr ist. Der ist ja jetzt schon, aber dann um 5 noch schlimmer. Es ist halt so ein bisschen ungünstig daran, wenn man jetzt direkt nach der Frühschicht spazieren geht. Dann kommt man halt in den Feierabendverkehr rein. Und es ist nicht so schlimm, wenn man einfach nur kurz aus der Stadt rausfährt. Aber wenn man sowieso 2,5 Stunden Fahrt vor sich hat, dann ist es schon eine Herausforderung. Ja, geht schon. Ich höre mir einfach Produktivitätsvideos an. Ich folge jetzt diesem The Diary of a CEO auch auf Facebook. Und ja, Mel Robbins habe ich ja immer noch, höre ich mir immer wieder an. Den Thomas Frank. Also, ich weiß ja nicht, wie viele von euch auch englische Videos gucken, aber das sind so, ja, gehört zu den wichtigsten. Und durch die kommt man ja auch auf andere, weil YouTube einem dann ähnliche Sachen vorschlägt. Wie heißt der mit der Glatze? Das ist so ein ganzes Produktivitätsteam. Also, die haben schon irgendwie auch Videos zusammen gemacht oder Workshops oder so zusammen gemacht. Wie heißt jetzt der? Aber wenn man jemanden ein paar Monate nicht guckt, dann vergisst man den Namen aber auch leicht, wenn man so viel anderes guckt. Ich habe auch nicht so ein super Namensgedächtnis. Nee, der fällt mir nicht ein. Ich meine, ich sehe ihn vor mir, irgendwie im Geiste, aber nicht den Namen. Ja, ansonsten. Es ist heute natürlich angenehmer im Park, weil weniger los ist, weil es bewölkt ist. Vielleicht regnet es sogar bald. Ich habe einen Regenschirm dabei für den Fall. Deswegen sind wahrscheinlich weniger hierher gegangen. Weil wer halt auf jeden Fall immer draußen ist, sind die Leute mit dem Hund. Klar. Also im Moment hat eigentlich 2 von 3 haben einen Hund. Und ja. Gibt es irgendein neues Thema, was euch auf dem Herzen liegt? Könnt ihr mir nicht live antworten. Ich muss halt immer was erfinden, was euch vielleicht gefällt. Ich meine, ich kann auch einfach immer darüber reden, was mir gefällt, aber es ist halt besser, wenn ihr auch mal Vorschläge macht. Auf Monas SUV-Reisen habe ich jetzt 332 Abonnenten. Das heißt, irgendwann in den nächsten Tagen kommt die Schnapszahl. Aber auf 365 Schritte brauche ich mindestens 50 Abonnenten, damit ich da live ausstrahlen kann. Also wenn ihr jemanden wisst, der sich für die Themen Glück,
Gesundheit, Entspannung oder Methoden zum Sprachenlernen oder auch Planung interessiert, dann schick ihm doch mal einen Link zu einem Video oder zu einer Playlist von 365 Schritte. Dann werden wir bald ein bisschen mehr. Und wenn ich die 50 habe, vielleicht habe ich dann auch schon die 370 Euro zusammengespart für die GoPro. Denn mit der GoPro kann man dann auf YouTube streamen. Und dann haben wir eine gute Tonqualität. Was ja beim iPhone leider nicht so ist. Also jetzt im Moment ist windstill, aber wenn der Wind geht, oder ja, wenn ich in einem rauschenden Bach bin oder was auch immer, dann versteht man schon weniger vom iPhone. Ja, ich freue mich irgendwie auf zu Hause. Ich weiß aber nicht, ob das ist, weil ich weiß, dass ich dann endlich die Videos editieren kann, die ich jetzt die ganze Zeit editieren wollte und nicht dazugekommen bin. Oder weil es ist, weil ich weiß, dass mich nicht einfach Leute anrufen und E-Mails kommen, die ich sofort beantworten muss. Und Leute an die Rezeption kommen und einchecken wollen oder nach dem Zimmer fragen oder auschecken oder noch ein Handtuch wollen oder einen Preis für morgen wissen wollen oder was weiß ich. Ist halt zu Hause angenehmer, weil man seine Ruhe hat beim Editieren. Da kann man halt durcharbeiten, da wird man nicht alle 5 Minuten gestört und hat am Ende dann doch nichts geschafft. Ich meine, ich habe in der Früh von 7 bis 8 habe ich, glaube ich, eine Präsentation erstellt, die 1000 Verben 1c auf Englisch. Das ist das Verb sein im Futur. Ja, das siehst du mal. Ich komme nicht vorwärts. Das Verb sein, das verfolgt mich noch bis nächstes Jahr, wenn ich so weitermache. Im Spanischen habe ich einen Fehler entdeckt. Da habe ich mir jetzt von der Valentina das neue Audio schicken lassen. Da war auf der Folie, wo ich sage, welche Timestamps es gibt, war bei Nummer 4 en pasado, en presente gestanden. Das heißt, in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Das natürlich macht überhaupt keinen Sinn. Es ist natürlich nur in en presente und danach kommt en pasado bei fünftens. Das sind natürlich verschiedene Timestamps. Und ich habe immer zuerst Gegenwart, dann Vergangenheit, dann Futur. Man könnte es natürlich wie am Zahlenstrahl abbilden. Zuerst Vergangenheit, dann Gegenwart, dann Zukunft. Aber ich finde Gegenwart am wichtigsten. Deswegen habe ich halt Gegenwart immer zuerst genannt. Und es ist auch einfacher, Gegenwart. Sogar im Russischen. Im Russischen gibt es normalerweise ein Verb für Gegenwart. In der Vergangenheit sind es 2, im Futur sind es 2. Also Beispiel nehmen, brat und vsiat. Das sind die 2 Infinitive, also die Grundformen. Und im Präsens, also in der Gegenwart, ist es halt nur 1. 1 von beiden. Und nicht beide. Aber in Vergangenheit und in Zukunft kommt es halt drauf an, was man sagen will. Was man betonen will, worauf man hinaus will. Gibt es halt verschiedene Regeln dafür, welches von beiden Verben das ist. Ja, das ist eine Sache, die habe ich ein Jahr lang nicht verstanden. Also denkt euch nichts, wenn ihr das jetzt noch nicht verstanden habt. Das muss man sehen, das muss man ausprobieren. Und da muss man einfach ein paar Beispiele sehen. Aber ihr könnt euch ja einfach die Beispiele angucken, die ich schon habe. Das ist alles auf Polyglot, Park It, Love It. Das sind diese 2-sprachigen Videos. Ich mache die deswegen 2-sprachig,
weil ich finde, gerade am Anfang, in den ersten Jahren, je nachdem wie schwer die Sprache ist oder je nachdem wie viel Zeit man verwendet fürs Sprachenlernen, ist halt noch extrem schwer, sich neue Wörter zu merken, sich zu merken, wie die Endungen sind, gerade im Russischen, oder ja, bestimmte Formulierungen, die ein Muttersprachler einfach anders sagt, Redewendungen und so. Das ist einfach so viel. Stellt euch das einfach so vor, wie das Autofahren lernen. Da ist man am Anfang ganz schön überfordert. Man muss die ganze Theorie wissen. Man muss gucken wie ein Wahnsinniger und gleichzeitig fahren. Und wenn man Schaltung lernt, dann schalten und lenken und blinken und Schulterblick und so weiter. Das ist alles ganz schön viel auf einmal. Deswegen muss man ja mindestens 25 Stunden oder so, 20 Stunden, weiß nicht mehr, machen, damit man überhaupt die Erlaubnis bekommt zu fahren. Und dann heißt es ja nicht, dass man dann perfekt fährt, sondern dann kommen noch so tolle Sachen, die man in den Fahrstunden gar nicht erlebt hat. Zum Glück erlebt man das nicht immer gleich. Also ja, aber andererseits doof, weil man dann halt gut reagieren muss, obwohl man es noch nie erlebt hat. Beispielsweise Geisterfahrer oder man wird geschnitten oder jemand kommt einem entgegen, der zu knapp überholt und solche Dinge. Und das ist halt dann so wie im Russischen die ganzen Ausnahmen oder wie in allen Sprachen die Redewendungen. Das ist halt dann, Ausnahmen und Redewendungen sind so wie beim Autofahren Geisterfahrer und Leute, die sich beim Überholen verschätzen. Also man merkt dann in den Sprachen, aha, okay, das ist eine Redewendung, deswegen kann man das nicht wörtlich übersetzen. Das ist so wie, man merkt, ah, das ist ein Geisterfahrer, da muss ich jetzt rechts fahren. Und ansonsten weiß man natürlich nicht, wann, wo, wie, wer. Und kommt halt überraschend. Und deswegen kann man sich es auch nicht gut merken. Außer durch vieles wiederholen. Deswegen ist es so wichtig, dass man solche Dinge hat, finde ich, wie die zweisprachigen Videos. Also ist halt einfach was, wo man es immer und immer wieder wiederholen kann. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr findet, dass man die ganzen zweisprachigen auch noch teilen sollte oder ob man einfach ja, selbstständig darum springt. Weil wenn ich mir noch mehr Arbeit mache, komme ich überhaupt nicht mehr vorwärts, weil dann muss ich ja alles doppelt machen. Und es ist eh schon ein Haufen Arbeit, das Editieren der zweisprachigen Geschichten. Also ich meine, der Prozess des Entstehens so eines Videos mit E-Book ist einfach, ich muss mir die Sätze überlegen, die ich da drin haben will. Dann muss ich sie übersetzen und das Layout machen. Dann muss ich mich mit der Lernpartnerin verständigen, dass die das korrigiert. Wenn die Rückfragen hat, mich mit ihr absprechen, wie es gemeint hat, wie ich es gemeint habe, wie es gemeint ist. Und dann nimmt sie die Audios auf, ich nehme die Audios auf. Dann geht's ans Editieren. Dann muss ich zu jeder Folie jeweils zwei Audios, beziehungsweise ich nehme mein Audio komplett in einem durch auf. Und ich muss halt dann immer schneiden nach jeder Folie. Das Schweigen muss man rausschneiden, wenn das zu viel ist. Und Versprecher rausschneiden. Die Lernpartner schicken mir für jede Folie ein einzelnes Video, nicht alle. Fanny macht alles in einem komplett durch. Die verspricht sich auch nicht. Und krass. Und jetzt fängt es an zu tröpfeln. Aber ja, es tröpfelt im Moment nur. Genau, und dann, wenn ich das alles zerschnitten habe, muss ich es nochmal überprüfen. Und dann kann ich es exportieren und dann kann ich es hochladen.
dann veröffentliche ich es auf Patreon und dann gibt es auf Facebook den Hinweis, dass ein neues Video auf Patreon ist und dann kommt es in die Liste für die Patreons und da ist immer ein Datum dabei, dann wann es dann auf YouTube erscheint. Und dann ist das dann, genau, und der Instagram-Beitrag gehört noch dazu. Weil ich da manchmal hinterher bin, mehrere Videos hinterher bin. Aber ist nicht so schlimm, weil dann ist es halt so ein bisschen versetzt. Hauptsache ist ja einfach nur, dass man alle Videos einmal bewirbt. Auf jeder Plattform. Damit man im Feed auch sehen kann, worum geht es denn da auf dem Kanal. Und dann sieht man eigentlich auf allen meinen Instagram-Accounts, es geht ums Reisen und Leben im Auto, aber auch ums Sprachenlernen. Es geht um Gesundheit, Glück und Entspannung. Man muss nur dann den richtigen Kanal auswählen, wo man dann die einzelnen Themen bekommt in der entsprechenden Sprache. Da kann man von 15 Accounts jeweils dahin gelangen, wo man hin möchte. Und beispielsweise jemanden würde im Feed ein Foto von mir mit meinem Auto abgebildet werden und er geht dann auf meinen Account und sieht dann, dass das nicht alles ist, was ich anbiete, sondern auch Videos zum Sprachenlernen. Und er ist jemand, der Sprachen lernt, dann ist es wahrscheinlich, dass er bei mir auch noch auf einen anderen Account klickt, auf dem ich die Sprache habe, die er lernt. Oder umgekehrt, er hat meinen Post gefunden, weil er diese Sprache lernt. Zum Beispiel einen deutschen Post gefunden, obwohl er Spanier ist, aber er lernt Deutsch. Und kann dann auch noch auf den spanischen Account gehen, wenn er zum Beispiel Anfänger in Deutsch ist und nicht alles versteht, was ich erzähle. Kann er auch auf den spanischen Account gehen und sich zumindest die Jakobsweg-Videos dann auch noch auf Spanisch anschauen. Ich bin erst bei Nummer 6, aber ich plane jetzt, wenn ich Urlaub habe, tatsächlich wesentlich mehr Videos zu machen. Zu editieren, meine ich. Und dann werde ich irgendwann dahin kommen, dass ich alle ungefähr 150 Jakobsweg-Videos in allen 6 Sprachen habe. Vielleicht Ende des Jahres. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Vielleicht geht es ja auch schneller. Vielleicht schaffe ich es ja bis Ende des Sommers. Und nee, ich sag euch noch nicht, wo ich in Urlaub hinfahre. Wäre ja jetzt auch doof, weil die Live-Videos gibt es jetzt für quasi 1 Euro pro Video zur Teilnahme. Das heißt, wenn nur einer teilnimmt, verdiene ich tatsächlich nur 1 Euro. Aber es ist halt mein Spaziergang auch. Also man muss ja nicht bei allem, was man tut, Geld verdienen. Genau. Ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Leben im Auto oder so, könnt ihr auch hier in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt auch erstmal auf Monas SUV-Reisen gehen. Da gibt es eine Playlist mit allen Fragen. Und auf meinem Blog monassuvreisen.com gibt es einen Blogartikel, der ist gleich auf der Startseite verlinkt. Der heißt Fragen und Antworten zum Thema Leben im Auto. Und da seht ihr eine immer aktuelle Liste aller Fragen und Antworten in allen Sprachen. Und das ist dann grün, wenn es schon auf YouTube ist. Und gelb, wenn es noch editiert werden muss. Habe ich es jetzt gelb für Patreon? Ja, ich habe nämlich ein Farbensystem für meine Lernpartnerinnen. Ich habe auch
ein Farbensystem für Patreon und das ist sehr verwirrend, weil ich das Farbensystem verschieden anwende natürlich. Weil, ja, auf woanders habe ich auch Farben, da bedeuten die was anderes, aber die Legende ist immer oben rechts. Heute sitzen im Biergarten nicht so viele, ist klar. Es fängt ja auch gleich an zu regnen. Und ja, ich kehre jetzt dann frühzeitig um bei der nächsten Brücke, weil ich werde noch mehr als eine halbe Stunde im Auto hocken, bis ich bei meinem Sohn angekommen bin. Dann das Zeug einladen und dann noch 2,5 Stunden nach Hause fahren. Deswegen, ich will nicht erst um kurz vor 10 nach Hause kommen, weil meine Nachbarin ist schon über 80. Ich will die nicht aus dem Bett holen, wenn ich so laut bin. Ja, dann verabschiede ich mich hier mal, wenn es dann live ist. Dann könnt ihr bei dem gesamten Spaziergang dabei sein. Also mindestens 45 Minuten, eventuell auch länger. Und ja, ich freue mich auf euch. Dann bis bald. Ciao, ciao.